Und damit kommen wir zu anderen Themen neben Corona. Die Lage, sie ist prekär. Bei Heer, Marine und Luftwaffe ist nach Ansicht des Bundeswehrverbandes nur maximal die Hälfte aller Waffensysteme einsatzbereit. Bei einigen Systemen, wie zum Beispiel den Hubschraubern oder den alten Tornado, sei es sogar noch schlimmer. Das sagte der Chef des Bundeswehrverbandes André Wüstner bei uns in der Welt. Überall verwalteten die Mitarbeiter noch immer den Mangel, allen Jahren politisch ausgerufenen Trendwenden zum Trotz. Wüstner beklagte eine zu positive Darstellung der Lage durch das Verteidigungsministerium und seine Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer. Die Berechnungen hätten mit der täglichen Lebenswirklichkeit in der Truppe nicht mal mehr ansatzweise etwas zu tun.